Hallo Leute und schönen guten Abend. Es ist wieder der zweite Sonntag und wir werden wieder ein bisschen Deutsch zusammen lernen. Ihr seht, was das Thema heute ist. Wir schauen uns heute alle wichtigen W-Wörter an, die es im Deutschen gibt und die ihr auf jeden Fall kennen solltet. W-Wörter sind super, super wichtig, weil man damit sehr viele Fragen stellen kann. Nicht nur, aber hauptsächlich. Und ja. Wenn man im Alltag im Deutsch oder in Deutschland unterwegs ist, muss man immer Fragen stellen und für diese Fragen braucht man häufig, nicht immer, aber häufig W-Wörter. Genau, und deshalb schauen wir uns heute nochmal alle an. Schön, dass ihr alle da seid. Ich freue mich auf ich freue mich auf diesen Stream. Es gibt wieder viele schöne Übungen, die wir zusammen machen werden, ja? Also danke auch an all die lieben Kommentare. Ich sehe schon wieder, ja, hallo Benjamin, du bist der beste Lehrer auf der Welt. Dorentina, vielen Dank dafür. Gut. Also ich gehe mal in die Ecke, damit wir beginnen können. Und als kleine Info vorweg noch, ihr wisst ja, dass ihr in meinem Kanal auch Mitglied werden könnt. Neben den Videos gibt es diesen kleinen Button Mitglied werden. Mittlerweile gibt es da schon über 100 Videos. Es gibt einen kompletten B1-Kurs, komplett B2, komplett C1 und C2 mit vielen Übungen. Ich erkläre die komplette Grammatik. Es gibt Wortschatztraining, es gibt Prüfungstraining, ja, für B1, B2, C1, C2 und auch für Deutschtest für den Beruf B2 und C1. Aussprachetraining, Bewerbungstraining, Grammatiktraining, Schreibtraining. Da ist wirklich alles dabei. Hausaufgaben für jede Lektion. Dazu gibt es noch Hör- und Leseaufgaben, Prüfungstraining, wie gesagt, und eine spezielle Facebook-Gruppe, in der ihr Fragen stellen könnt, Freunde finden könnt, Sprachpartner und so weiter. Ja? Ja, da könnt ihr euch einfach in meinem Kanal anmelden. Ich zeige euch noch ganz kurz, wie das geht, bevor wir dann beginnen. Ja, das kann man leider von der Android-App aus nicht machen, glaube ich. Ja, ich glaube, bis jetzt geht das noch nicht. Aber von der Apple-App, also vom Apple-Handy aus, kann man das machen. Und von einem normalen PC oder Laptop. Ja. Also hier seht ihr das einmal. Ja, ich mache es mal ein bisschen kleiner, damit man das sehen kann. Noch kleiner machen. So, hier seht ihr das jetzt einmal. Ne? Da gibt es diesen kleinen Button hier, Join, und wenn ihr darauf klickt, könnt ihr in meinem Kanal Mitglied werden. Das Ganze kostet 15 Euro pro Monat. Wenn ihr das von Apple aus macht, kostet das 19 Euro pro Monat. Ja? Das ist nicht meine Entscheidung, das hat YouTube entschieden. Genau. Aber so viel dazu, dann kommen wir jetzt zu dem Stream von heute. Ne? So, wir beginnen mal mit den W-Wörtern. Wer, wen, kleiner Augenblick, ne? So. Wer, wen, wem und wessen? Diese vier Wörter fragen alle nach Personen. Ja? Und wann brauchen wir wer, wann wen, wann wem und wann wessen? Das hängt wie immer vom Fall ab. Ihr wisst ja, blau mache ich meistens Nominativ, grün Akkusativ, rot Dativ und lila Genitiv. So, wenn wir das hier sehen, wer ist das? Das Verb sein geht mit Nominativ, deshalb wer ist das? Wen triffst du morgen? Ja, du ist das Subjekt, treffen das Verb, treffen geht mit Akkusativ, also wen. Helfen geht mit Dativ, also wem. Und dann haben wir noch wessen Auto und wir wissen ja, Genitiv hat immer etwas mit Zugehörigkeit zu tun. Ja? Also die Frage, wessen Auto ist das, fragen wir umgangssprachlich in der Alltagssprache mit Dativ und wir fragen, von wem ist das Auto? Ja, das ist auch eine Möglichkeit, wie man das fragen kann. Wessen Auto ist das, klingt aber viel, viel schöner. Ja? Ob ihr jetzt das eine nehmt oder das andere, spielt keine Rolle. In der gesprochenen Sprache werdet ihr wahrscheinlich mehr diese Variante hören, aber diese mit wessen klingt einfach super.
Ja, ist nicht schwer. Hä? Wessen Auto ist das? Wessen Haus ist das? Wessen Computer ist das? Perfekt. Natürlich können wir diese W-Wörter, ja, die nach Personen fragen, ja, auch mit Präpositionen kombinieren. Also, für wen hast du das gekauft? Für geht mit Akkusativ. Ja? Mit wem hast du dich gestern getroffen? Mit geht mit Dativ. Während wessen Vorlesung bist du eingeschlafen? Ja? Eingeschlafen. Ja, während die Präposition geht mit Genitiv. Ja, das heißt, wir können diese W-Wörter auch mit Präpositionen kombinieren. Ne? Das ist kein Problem. Okay, dann machen wir direkt mal die erste Übung. Wir sehen hier fünf Sätze. Den muss ich ein bisschen kleiner machen. Ja? Sonst passt das nicht. So, vielleicht geht es so. Ja, so geht das. Ne? Zack, fünf Sätze. So, in diesen fünf Sätzen sollt ihr jetzt bitte wer, wen, wem oder wessen eintragen. Ne? Vielleicht kann ich das kurz noch dazu schreiben. Wer, wen, wem und wessen. So. So, ihr könnt das mal direkt in die Kommentare schreiben. Wo brauchen wir wer? Wo brauchen wir wen? Wo brauchen wir wem? Und wo brauchen wir wessen? Glitzern, wenn du Mitglied werden möchtest, habe ich gerade gezeigt, wie das geht. Du musst einfach neben meinen Videos auf diesen kleinen Button klicken. Der heißt entweder Join oder Mitglied werden oder auf deiner Muttersprache. Ja, und dann kannst du dich anmelden. Ne? MJ, ich weiß nicht genau, was du mit der Frage meinst. Frag mich mal am besten nochmal auf Facebook. Ja? Ich weiß nicht genau, was du mit Beschäftigung meinst. Genau, schreib mal alle Antworten in den Chat. Ja? Schreib dir eins, wer, zwei, wessen, drei, wem, was auch immer. Ja? Ihr könnt auch gleich alle fünf schreiben, das ist auch okay. Gut, also hier brauchen wir wer. Dann hier haben wir direkt ein Substantiv, da müssen wir gar nicht überlegen, das ist natürlich wessen. Dann ist das wem, und zwar warum? Wem ist Dativ? Du ist das Subjekt Nominative. Und begegnen ist ein Verb, was mit Dativ geht. Ja? Ich bin ihm begegnet, ich bin dir begegnet, ich bin meiner Mutter begegnet, ich bin meinem Freund begegnet. Ja, das ist ein anderes Wort für treffen. Ne? Dann wieder, ups, wessen Auto hast du ausgeliehen und wem gehören diese Notizen? Ja, auch gehören, das Verb geht mit Dativ. Ne? Okay. Ja, das, was ich im Chat gelesen habe, sieht auch gut aus. Ich sehe fast nur korrekte Antworten. Ne? Gut, dann die nächsten. Ja, ich habe immer also für fast jede Übung habe ich 10 Aufgaben vorbereitet. Ne? Ja, denkt dran, ihr müsst jetzt hier überlegen. Ja, wir haben hier das Subjekt. Ne? Das Subjekt ist du. Wenn das Subjekt hier im Satz steht, heißt das, das hier muss Akkusativ oder Dativ sein. Ne? Dann ist die Frage, mit welchem Fall geht das Verb erzählen? Sage ich habe dich etwas erzählt oder ich habe dir etwas erzählt? Wenn du diese beiden Sätze hörst, welcher Satz ist korrekt? Wenn du das weißt, weißt du auch, ob wir hier wen oder wem brauchen. Nur dann, begegnen ist wie treffen. Ja, aber begegnen heißt zufällig, ohne Plan. Ja, ich bin heute in der Stadt spaziert und
bin meinem Bruder begegnet. Das heißt, wir hatten keinen Plan, uns zu treffen. Das ist einfach so passiert. Ne? Gut, auch hier ist das korrekt. Wem hast du die Geschichte erzählt? Warum? Erzählen geht mit Dativ, ja. Dann, wer hat den Wettbewerb gewonnen? Das ist Nominativ. Wessen Brief hast du geöffnet? Hier haben wir wieder direkt das Substantiv. Ja, da gibt es wieder die Zusammengehörigkeit. Dann, wessen Testergebnis war am besten? Und wen wirst du zum Geburtstag einladen? Ne? Einladen geht mit Akkusativ. Ja, könnt ihr auch immer überprüfen, wenn ihr euch den Satz denkt. Ich lade dich ein oder ich lade dir ein. Ja, ihr könnt ja schon genug Deutsch, dass ihr ein Gefühl habt, welcher Satz korrekt ist. Ne? Ich lade dich ein oder ich lade dir ein. Ja, so könnt ihr das selbst testen. Und dann verlasst euch einfach auf euer Gefühl. Vielleicht ist euer Gefühl manchmal falsch, aber es ist immer noch besser, das so zu machen, als einfach zu raten. Ja? Gut. Dann, wie gesagt, können wir diese Fragepronomen auch mit Präpositionen ergänzen. Ne? Und das sollt ihr hier mal bitte machen. Also, welche Präpositionen fehlen hier? Das heißt, ihr müsst jetzt hier erstmal die Präposition ergänzen und dann das W-Wort. Also, Punkt, 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 hast du diesen Brief erhalten? Erhalten geht mit von, ne? Dann ist das von mit Dativ, von wem? Okay, jetzt könnt ihr mal 2 bis 5 alleine machen. Das heißt, ihr müsst hier die Präposition wissen und dann das korrekte W-Wort. Weil wir hier natürlich Präpositionen haben, kann es das W-Wort wer nicht sein. Ja, weil wenn wir eine Präposition haben, heißt das immer, dass danach ein Fall kommen muss. Von plus Dativ, mit plus Dativ, für plus Akkusativ und so weiter. Ja? Es gibt keine Präposition, die mit Nominativ geht. Deshalb kann bei dieser Übung brauchen wir das Pronomen wer nicht. Ja? Das passt nicht. Also von wem hast du diesen Brief erhalten? Warten geht natürlich mit der Präposition auf, und auf geht mit Akkusativ. Also auf wen wartest du schon so lange? Übernachten, ja, sehr gut, lese ich gerade im Chat. Bei geht mit Dativ, also bei wem wirst du übernachten? Spielen, ja, ich sage Bayern spielt Punkt, 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 Real Madrid. Das ist sowas wie kämpfen gegen. Ne? Also haben wir gegen wen spielt unsere Mannschaft nächste Woche? Ja, gegen geht mit Akkusativ. Ne? So, und denken geht mit der Präposition an. So, und an brauchen wir hier mit Akkusativ. Ne? Ja, das wisst ihr auch. Sage ich denke an dir oder ich denke an dich? Natürlich, ich denke an dich. Also, an wen denkst du, wenn du traurig bist? Ne? So, auch hier haben wir nochmal 5. Auch wieder Präposition plus das W-Wort. Ja? Schreibe ich hier nochmal kurz hin. Zack. So. Also hier brauchen wir die Präposition und hier dann das korrekte W-Wort. Und wie gesagt, wer kann es nicht sein, weil es keine Präposition gibt, die mit Nominativ geht. Ne? Das hier ist Nominativ, Akkusativ, Dativ, Genitiv. Und bei diesen W-Wörtern fragen wir immer nach einer Person.
Ja, schreibt die Antwort mal direkt in den Chat. Hä? Genau, also Sitzen. Es gibt jetzt hier ein paar Möglichkeiten, aber die, die am meisten Sinn macht, ist natürlich neben wem. Ja? Neben wem? Wir wissen ja, neben ist eine Wechselpräposition, das heißt, neben kann mit Akkusativ oder mit Dativ gehen. Hier ist aber die Frage, wo möchtest du im Kino sitzen? Also wo plus neben gleich Dativ, hä? Neben wem? Dann vor, Angst haben vor, auch mit Dativ. Vor wem hast du keine Angst? Dann ich gehe, wenn das eine Person ist. Ja, wenn ich sage, ich treffe dich auf der Straße und frage, Ali, wohin gehst du? Ich gehe zu meinem Bruder. Also zu. Plus Dativ, zu wem gehst du, wenn du Probleme hast? Erfahren geht mit der Präposition von. Von geht mit Dativ, also von wem hast du von der Party erfahren? Und sich sorgen geht mit der Präposition um, also. Um geht mit Akkusativ. Um wen sorgst du dich am meisten? Gut. Alles klar. Dann als Hausaufgabe, und das sollt ihr bitte nicht jetzt machen, das macht ihr, wenn das Video zu Ende ist, die, die jetzt live dazu, zuschauen. Wenn ihr das Video später schaut, also nicht live heute am Sonntagabend, dann klickt ihr jetzt kurz auf Pause, geht runter in die Kommentare und schreibt bitte vier Sätze. Vier Sätze, so wie hier. Ja? Okay? Ich schaue mir die dann wieder an und korrigiere eure Fehler. Dann könnt ihr gleich überprüfen, habt ihr das gut verstanden oder nicht. Ja? Okay, kommen wir zu den nächsten W-Wörtern. Wir haben wie. Wie fragt nach der Art und Weise, dem Zustand oder der Qualität. Wie ist das Wetter bei euch? Wie geht es deinem Bruder? Wie gefällt dir das Haus? Was fragt nach einer Sache, einer Handlung oder einem Ereignis? Was machst du am Nachmittag? Was ist das? Was kommt heute Abend im Fernsehen? Dann haben wir wann, fragt natürlich nach einem Zeitpunkt oder einem Zeitraum. Wann beginnt morgen der Unterricht? Wann kommt der Zug an? Wann musst du morgen aufstehen? Dann haben wir wo, wohin, woher? Fragt nach einem Ort, fragt nach einer Richtung, fragt nach der Herkunft. Dann haben wir noch warum, wieso und weshalb? Was ist hier der Unterschied? Es gibt keinen. Ja? Easy peasy. Ich kann fragen, warum, wieso, weshalb kommst du zu spät? Wenn es darum geht, dass ihr schön klingen möchtet, ja, dann solltet ihr weshalb benutzen. Warum ist auch okay, wieso ist schon sehr umgangssprachlich. Ja? Bei weshalb gibt es aber noch eine spezielle Sache, die ihr alle sofort lernen könnt, super einfach, die aber viel schöner als deshalb klingt. Also egal, ob ihr einen B1 oder B2 oder C1 Brief schreibt, schreibt nie wieder einen Deshalbsatz, schreibt lieber einen Weshalbsatz. Das heißt, weshalb kann auch ein Konnektor sein, ja? Als Alternative für deshalb, aber nach weshalb steht das Verb am Ende. Und das ist ein wichtiger Unterschied. Diesen Fehler dürft ihr nicht machen. Ja? Ich bin müde, deshalb gehe ich jetzt schlafen oder deshalb gehe ich schlafen. Ich bin müde, weshalb ich schlafen gehe. Und dieser Satz klingt 10-mal besser als dieser Satz. Ja? Und ihr seht, ihr müsst hier nicht viel verändern. Was müsst ihr machen? Ihr müsst nur das Verb ans Ende packen. Fertig. Und schon habt ihr einen Satz, der viel schöner klingt als den, den ihr alle schon kennt, mit deshalb. Ne? Also, ne, wir haben hier wie, was, wann, wo, wohin, woher, warum, wieso, weshalb.
Auch hier machen wir eine kleine Übung dazu. Ihr seht hier diesen Text und sollt diese Wörter hier in diesen Text einsetzen. Schaut mal, wo was passt. Könnt ihr auch wieder direkt in die Kommentare schreiben. Ja, eins ist zum Beispiel wo, zwei ist woher und so weiter. Nee, Hakan, erfahren geht nicht mit über. Ach so, ich kann von einer Person etwas erfahren oder ich kann über ein Thema etwas erfahren. Ich habe von Hakan erfahren, dass das und das passiert ist. Aber ich habe heute über... Ja, das könnte man schön mit einem Pronominaladverb sagen. Ich habe heute davon erfahren. Also, wenn ich ein bisschen drüber nachdenke, ich müsste das nochmal genau nachschauen, aber erfahren geht immer mit der Präposition von. Über kann man umgangssprachlich benutzen. Ja? Ich schaue das nochmal nach, Hakan. Aber von ist auf jeden Fall korrekt, ja? Aber manchmal kann man auch erfahren übersagen. Aber ich glaube, das ist eher so umgangssprachlich. Hast du darüber etwas erfahren? Hast du da, na, das ist immer von, ja. Ja, ich sehe schon viele schöne, korrekte Antworten im Chat. Hä? Sehr gut. Also in einem Dorf fragten sich die Leute, wo ist der Schlüssel? Jemand fragte, wie finden wir ihn? Ein Kind sagte, warum suchen wir nicht zusammen? Ein Alter antwortete, woher wissen wir, dass er verloren ist? Dann fragt ein Neugieriger, was machen wir, wenn wir ihn finden? Ja, also wo, wie, warum, woher, was? Wo, wie, warum, woher, was? Hakan, super. MJ auch, sehr gut. Ja, sehr gut, Leute. Dann das gleiche nochmal hier. Auch wieder diese Wörter bitte in dem Text ergänzen. Wo passt hier was? Wir haben hier wohin, was, wieso, weshalb und wie. Ein Junge sah einen Hund mit einem Schlüssel im Maul. Ja, Hunde haben keinen Mund oder Tiere im Allgemeinen haben keinen Mund. Tiere haben ein Maul. Ja. Nummer 1 ist genau. Wieso oder weshalb hier? Ja, wissen wir. Habe ich gerade erklärt, ne? Das sind beides hundertprozentige Synonyme. Wieso trägt der Hund einen Schlüssel. Dann überlegte er, wohin geht er damit? Er dachte nach. Punkt, 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 kann ich ihm folgen?
Er fragte sich auch, Punkt, 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 will der Hund mit dem Schlüssel machen? Hier brauchen wir natürlich was, hä? Das ist ganz klar. Und schließlich, Punkt, 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 hat er den Schlüssel überhaupt genommen? Hier passt wieder wieso oder weshalb? So, und dann bleibt hier noch wie, hä? Genau. Okay. Dann auch hier als Hausaufgabe. Ja, wenn ihr live zuschaut, solltet ihr das später machen. Für alle, die die später zuschauen, könnt ihr jetzt kurz auf Pause klicken, geht runter in die Kommentare, schreibt 3 bis 5 Sätze mit wie, was, wann, woher, warum und einmal mit weshalb als Konnektor. Wie ich das gerade erklärt habe, als Alternative für deshalb. Okay? Schön zum Training. Ja, wie immer, ich schaue mir das an, gebe euch ein paar Tipps, korrigiere eure Fehler. Also nutzt diese Chance. Ja? Dann haben wir als nächstes, welcher, welche, welches? Fragt nach einer Auswahl oder Spezifizierung aus einer Gruppe von Personen, Sachen oder Merkmalen. Ja, das heißt, ihr habt immer mehrere Optionen und dann kann ich fragen, welcher oder welches oder welche. Habe ich hier etwas? Welcher Schlüssel gefällt dir am besten? Ja, das heißt, ich habe eine Auswahl. Dieser oder dieser. Ja, da können wir dann immer mit dem Demonstrativpronomen diese Antworten. Welche Jacke willst du kaufen? Diese. Das heißt, ich habe mehrere Jacken zur Auswahl. Also wir haben zum Beispiel, welcher Stuhl gehört dir? Welches Haus möchtest du kaufen? Welche Sendung hast du gestern gesehen? Auch hier haben wir natürlich alle Fälle. Welchen Computer hast du dir gekauft? Kaufen geht mit Akkusativ. Welchem Mann hast du gedankt? Danken geht mit Dativ. Welcher Lehrerin hast du zugehört? Zuhören geht mit Dativ. Und auch die können wir wieder mit einer Präposition kombinieren. Für welchen Laptop interessierst du dich? Oder in welchem Hotel hast du übernachtet? Ja, das heißt, auch die können wir wieder mit einer Präposition kombinieren. So, dann überlegt mal, welches, ja, ich schreibe mal also einfach nur welch. So, was brauchen wir hier? Welcher, welches, welchem, Akkusativ, Dativ, Nominativ. Ja, ich kann euch einen kleinen Tipp geben. Hier zum Beispiel haben wir kein Subjekt. Ja, wir haben eine Präposition, wir haben ein Verb, aber kein Subjekt. Wenn wir kein Subjekt haben, muss das Fragepronomen das Subjekt sein. Das heißt, hier brauchen wir Nominativ. Hier haben wir ein Subjekt. Hier haben wir ein Subjekt. Hier auch. Und hier auch. Das heißt, in diesen 4 Sätzen muss das Fragewort im Akkusativ oder im Dativ stehen. So als erstes, weil das Nominativ ist und Bus ist der, ist das relativ einfach. Welcher? Dann haben wir das Buch, genau, deswegen welches. Das hier könnte auch Nominativ sein, aber es ist Akkusativ, weil das hier schon das Subjekt ist. Schreiben geht mit Dativ. Ich schreibe dir einen Brief. Deshalb, welcher Freundin hast du geschrieben? Fragen, sagen wir, ich frage dich oder ich frage dir? Ich frage dich, also Akkusativ. Welchen Lehrer hast du gefragt?
So, und geben braucht zwei Objekte. Einmal was, das ist das Futter. Das steht im Akkusativ hier, ne? Und die Person oder in diesem Fall das Tier steht dann im Dativ. Ja? Also welchem? Ja, ich sage ja, ich gebe dem Hund das Futter. Ja, auch hier dem Hund Dativ, das Futter Akkusativ. Welchem Hund hast du das Futter gegeben? Genau das Gleiche. Ne? Nochmal fünf Sätze. Auch hier sollt ihr genau das Gleiche machen. Wieder welch ergänzen. Ne? So, ihr seht hier wieder, dass wir hier wieder jeweils ein Subjekt haben. Wenn wir hier die Subjekte haben, heißt das, dass das hier alles Akkusativ oder Dativ sein muss. Müssen wir uns die Verben anschauen, ne? Könnt ihr mich gut hören oder nicht so gut? Ich lese jetzt gerade von Najiba, dass es so leise ist. Wie ist das bei den anderen? Hört ihr mich gut oder ist das zu leise? Ja, wenn das zu leise ist, sagt das mal kurz im Chat, ja? Okay. Ein paar sagen gut, ein paar sagen zu leise. Das hängt vielleicht auch davon ab, wie ihr schaut, ja? Könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen lauter machen? So ist vielleicht ein bisschen besser. Ja, könnt ihr mal sagen, ob das so besser ist, ne? Also, dann glauben geht mit Dative, ich glaube dir. Also, welcher Geschichte hast du geglaubt? Ja, glauben geht mit Dativ. Ne? Sehen geht mit Akkusativ. Der Film, also welchen Film hast du gesehen? Vertrauen, ich vertraue dir oder ich vertraue dich? Ich vertraue dir. Ne? Das heißt, welchem Arzt hast du vertraut? Helfen? Die Kollegin? Welcher Kollege, ne? Helfen geht auch mit Dativ, ja? Und Gericht ist Essen, ja, Bri? Das Gericht. Also, kochen geht mit Akkusativ, also welches Gericht kochst du heute? Wie gesagt, das Gleiche können wir auch wieder mit Präpositionen machen. Ja, so wie wir das am Anfang auch bei dem wer, wem, wessen hatten, ne? So. Punkt, Punkt, Punkt. Stift. Hier brauchen wir mit welchem Stift, ne? Dativ. So, wie ist das bei Nummer 2 bis 4? Ihr müsst die Präposition finden und dann das korrekte W-Wort. Mosen, ich werde wieder eine PDF erstellen. Ja, die könnt ihr euch dann später runterladen. Ne? Natürlich. Alles, was wir heute gemacht haben, könnt ihr euch dann später wieder als PDF unten in dem ersten Kommentar, ja, also unter dem Video in dem ersten Kommentar, ich habe den angepinnt, gibt es einen Download-Link später und ihr könnt euch alles runterladen, was wir heute gemacht haben. Ne? Bei Nummer 2 könnte man auch sagen, mit welchem, aber wir spielen
Ja, Nanu ganz genau. Franziska auch sehr gut. Also gegen welches Team spielt ihr nächste Woche? Gegen geht mit Akkusativ. Hä? Hier gibt es jetzt verschiedene Möglichkeiten. Ich könnte sagen, in welchem Park läufst du am liebsten? Durch welchen Park? Ja, ich würde jetzt mal sagen, durch. Hä? Und dann ist das welchen? Akkusativ. Ich könnte aber auch genauso gut sagen, in welchem? Ja, weil in und die Frage wo geht mit Dativ, aber durch geht immer mit Akkusativ. Hä? Dann lernen, wenn das für Personen sind, ja, ich lerne bei einem Lehrer oder mit einem Lehrer würde auch gehen. Ne? Also hier könnten wir sagen, mit oder bei und beide Präpositionen gehen natürlich mit Dativ, also welchem. Mit welchem Lehrer oder bei welchem Lehrer hast du am meisten gelernt? So, und hier haben wir natürlich zu, ne? Gehen zu und dann zu welchem Arzt gehst du? Ja, das sind super wichtige Fragen. Ne? Zu welchem Arzt gehst du? Ich gehe zu meinem Hausarzt. Oder ich sage den Namen, ich gehe zu Doktor bla bla bla. Ja, diese Fragen braucht ihr alle jeden Tag, wenn ihr Deutsch sprechen wollt. Ne? So. Das gleiche nochmal. Auch hier bitte die korrekte Präposition und das korrekte W-Wort. Ja, hier zum Beispiel eine super wichtige Frage. Wir schauen Fußball. Ja, da spielen zwei Teams gegeneinander. Dann kann ich dich fragen, für welche Mannschaft bist du? Dann kannst du sagen, ich bin für Bayern oder ich bin für Deutschland oder ich bin für bla bla bla, egal. Ja, PS, ich kann von jemandem etwas lernen. Zum Beispiel, wenn du etwas, einen perfekten deutschen Satz sagst und jemand zu dir sagt, woher weißt du das? Dann kannst du sagen, das habe ich von Benjamin gelernt. Dann sich interessieren geht natürlich mit für auch, also für, es ist das Projekt, für welches Projekt interessierst du dich? Fliegen, ja, ich kann sagen, ich fliege mit Turkish Airlines, also mit plus Dativ, es ist die Airline, also mit welcher Airline fliegst du am meisten? Sich kümmern geht mit um geht mit Akkusativ, es ist das Kind, also um welches Kind musst du dich kümmern? Und dann ich reise in ein Land, ja, also haben wir in, die Frage ist hier wohin, also auch Akkusativ, in welches Land reist du diesen Sommer? Alles super wichtige Fragen, die ihr jeden Tag im Deutschen benutzen könnt. Hä? Gut. Dann auch hier als Hausaufgabe, schreibt bitte 3 bis 5 Sätze unten in die Kommentare. Ja, hier habe ich nochmal Nominativ, Akkusativ, Dativ und Genitiv. Gut. Dann haben wir einen wichtigen Unterschied und zwar den Unterschied zwischen wie viel und wie viele. Wann brauchen wir wie viel? Wann brauchen wir wie viele? Ganz einfach erklärt. Wenn wir ein Substantiv haben, was nicht zählbar ist, brauchen wir wie viel? Was bedeutet nicht zählbar? Kann ich sagen ein Geld, zwei Geld, drei Geld? Nein. Kann ich sagen, ein Milch, zwei Milch, drei Milch? Nein. Kann ich sagen, ein Wasser, zwei Wasser, drei Wasser? Nein.
Ich könnte sagen, ein Glas Wasser, zwei Gläser Wasser, ja, ein Liter Milch, zwei Liter Milch. Aber ein Milch, zwei Milch kann man auf Deutsch nicht sagen. Ja? So. Virginia, die PDF ist noch nicht da. Die mache ich fertig, wenn der Stream fertig ist. Ja? Also nachdem der Stream fertig ist, kannst du 10 Minuten später in die Kommentare schauen. Ne? So, und wie viele benutzen wir, wenn wir etwas Zählbares haben? Wie viele Freunde hast du? Wie viele Stühle hast du im Wohnzimmer? Und wie viele Autos gibt es in Berlin? Einen Freund, zwei Freunde, drei Freunde, einen Stuhl, zwei Stühle, drei Stühle, ein Auto, zwei Autos, drei Autos und so weiter. Ja? Das ist der Unterschied zwischen wie viel und wie viele. Auch hier eine kleine Übung dazu. Schaut mal, wo wir hier wie viel brauchen und wo wir wie viele brauchen. Ja, schreibt das gerne direkt in die Kommentare. Wie viel Kaffee oder wie viele Kaffee? Also Nummer 1 ist wie viel, ganz genau. Ja, ich könnte fragen, wie viele Cafés, ne, im Plural. Aber wenn ich nur Kaffee habe als Oberbegriff, ne, kann ich sagen, ein Kaffee, zwei Kaffee, drei Kaffee. Ja? Dann auch Zucker. Wie viel Zucker? Ja, ein Zucker, zwei Zucker, drei Zucker geht nicht. Ne? Aber ein Land, zwei Länder, drei Länder. Also, wie viele Länder? Ne? Dass man das schöner lesen kann. Ne? Eine Sprache, zwei Sprachen, drei Sprachen. Also, wie viele Sprachen? Ein Fenster, zwei Fenster, drei Fenster. Wie viele Fenster? Ne? Ganz genau. So, und das Gleiche machen wir jetzt nochmal. Ich schreibe mal wieder die Übung noch dazu. Nochmal 5 Sätze für euch. Wo brauchen wir hier wie viel und wo brauchen wir wie viele? So, Geduld, kann ich das zählen? Ein Geduld, zwei Geduld, drei Geduld? Nein, natürlich nicht. Ne? Also brauche ich wie viel? Ups. Dann Öl. Ein Öl, zwei Öl, drei Öl geht auch nicht. Ne? Also, wie viel Öl brauche ich für die Salatsoße? Ein Verständnis, zwei Verständnis, drei Verständnis geht auch nicht. Ne? Also, wie viel Verständnis erwarten wir von anderen? Ne? Aber ein Schüler, zwei Schüler, drei Schüler geht. Also, wie viele, ups, sind in deiner Klasse? Ja, Geschwister kann man jetzt nicht eins sagen, weil das immer Plural ist, aber ich kann sagen zwei Geschwister, drei Geschwister, vier Geschwister. Das heißt, das ist zählbar. Wenn das zählbar ist, sagen wir, wie viele? Wie viele Geschwister hast du? Ich habe 5 Geschwister. So, auch hier als Hausaufgabe sollt ihr mindestens 2 Sätze in die Kommentare schreiben. Könnt ihr wieder kurz auf Pause klicken. Geht runter in die Kommentare und schreibt 2 Fragen. Einmal mit wie viel und einmal mit wie viele. Also einmal mit einem nicht zählbaren Nomen und einmal mit einem zählbaren Nomen. Ja?
Denk dran, zählbar heißt, dass man sie zählen kann. Gut, dann kommen wir zu unserem letzten Wort und das ist wozu. Wozu fragt nach dem Zweck oder dem Ziel einer Handlung? Die Antwort ist dann immer damit und oder um zu. Diese beiden Konnektoren haben die gleiche Bedeutung. Damit können wir immer benutzen, um zu können wir nur dann benutzen, wenn die beiden Subjekte gleich sind. Ja, wozu lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, damit ich einen guten Job finden kann. Das ist ein Ziel. Etwas, das ich noch nicht habe und in der Zukunft haben möchte. Ein Ziel. Ja? So, weil die Subjekte hier gleich sind, können wir auch einen Um-Zusatz machen. Ich lerne Deutsch, um einen guten Job zu finden. Der Unterschied dazu ist die Frage, warum lernst du Deutsch? Ich lerne Deutsch, weil ich einen guten Job finden möchte. So, jetzt seht ihr, dass der Unterschied zwischen, kopiere das mal kurz raus. So, was ist jetzt hier der Unterschied zwischen diesen beiden Sätzen? Ich lerne Deutsch, weil ich einen guten Job finden möchte und ich lerne Deutsch, damit ich einen guten Job finden kann. Es ist ein kleiner Unterschied, aber ein wichtiger, ja? Weil ich einen guten Job finden möchte, ist ein Grund. Damit ich einen guten Job finden kann, ist ein Ziel. Ja, es ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Ihr könnt euch merken, wenn ihr das Wort möchte habt, ist das eigentlich immer ein Grund. Ja, wenn ihr können am Ende habt, ist das meistens ein Ziel. Ja? Etwas, das ihr noch nicht habt, aber in der Zukunft haben wollt. Ja? Gut. Dann auch hier kurz eine kleine Übung. Ergänzt mal hier bitte die Frage, brauchen wir wozu oder warum und auch die Konnektoren? Weil oder damit? Ja, schaut mal kurz. Ne? Eli, wofür ist ein Pronominaladverb? Das schauen wir uns in 2 Wochen an. Ja? Ja, also ich kann dir ein Beispiel schnell geben. Sich interessieren für. Dann ist die Frage, wofür interessierst du dich? Ja? Also, Menschen gehen feiern, weil sie ihre Sorgen vergessen? Nein, damit sie ihre Sorgen vergessen. Ne? Das ist ihr Ziel. So, und wenn das der Konnektor ist, ist die Frage natürlich, wozu? Und hier ist das natürlich weil und deshalb die Frage, warum? Warum gehen Menschen feiern? Menschen gehen feiern, weil sie ihre Sorgen vergessen möchten. Ja? Gut. So, auch hier als Hausaufgabe schreibt ihr bitte eine, wo ihr müsst keine Weil-Frage schreiben, ich möchte nur eine Wozu-Frage hören und dann als Antwort ein Ziel. Ja, ihr könnt zum Beispiel, wozu machst du Fitness? Schreiben. Ja, oder wozu lernst du Deutsch? Oder wozu gehst du arbeiten? Oder wozu hast du eine Familie? Ja? Und dann, das ist das Ziel. Ich gehe arbeiten, damit ich viel Geld verdienen kann. Ich lerne Deutsch, damit ich in Deutschland mit den Menschen sprechen kann. Das sind alles Ziele. Ja? Okay? Gut. Es war heute geplant, dass wir uns auch noch die Pronominaladverbien anschauen, ja? Aber das machen wir nächste Woche, also in 2 Wochen, in dem Sonntagsstream. Das ist ein großes Thema, dafür brauchen wir Zeit. Ihr seht, jetzt ist schon fast eine Stunde vorbei. Normalerweise mache ich den Sonntagsstream immer eine Stunde lang. Die haben wir jetzt schon voll.
Damit wir das jetzt nicht schnell, schnell, schnell machen müssen, sondern ganz in Ruhe, schauen wir uns diese Pronominaladverbien in 2 Wochen am Sonntag an. Ja, das heißt also am, was ist das für ein Datum? Heute ist, ja, am 14. Also das hier machen wir am 14.05. Okay? Im Stream. Gut, Leute. Vergesst nicht, dass ihr diese Kommentare alle oder dass diese Hausaufgabe, diese Antworten alle in die Kommentare schreibt, unten, ja, unter dem Video. Nicht jetzt live hier, damit ich genug Zeit habe, die zu kontrollieren. Ja? Gut, Leute, dann sind wir am Ende. Ich hoffe, euch geht es allen gut. Ich wünsche euch nochmal ein frohes Osterfest. Ja? Und hoffe, ihr habt einen schönen Tag mit euren Familien verbracht. Genau, Sonntagsstream kommt alle 2 Wochen. Tja, genau. Aber für dich als Mitglied, gibt es natürlich jeden Donnerstag noch einen Stream. Ja? Für alle, die Mitglieder werden wollen, ihr wisst ja, komplette Kurse B1, B2, C1, C2, Grammatik, die komplette Grammatik gelernt von allen 4 Level. Prüfungstraining für alle Level, auch noch Prüfungstraining für Deutschtest für den Beruf, B2, C1, Aussprachetraining, Bewerbungstraining, Facebook-Gruppe, Wortschatztraining, spezielles Grammatiktraining, also das alles dabei, was ihr braucht, wenn ihr Deutsch lernen wollt. Ja? Ob ihr das für euch lernt, ob ihr eure Grammatikkenntnisse verbessern wollt, ob ihr euren Wortschatz erweitern wollt, ob ihr euch für einen Test vorbereiten wollt, diese Mitgliedschaft in meinem Kanal deckt alles ab. Ja? Ihr wisst, ihr könnt hier auf diesen kleinen Button klicken, dann könnt ihr Mitglied werden. Kostet 15 Euro pro Monat und ihr habt das komplette Paket. Ja? Das ist genau am 14. habe ich das fast falsch gesagt? Habe ich jetzt gerade gesagt? 14.05. Ja, genau. Da machen wir dann den Stream für Pronominaladverbien, aber an alle Mitglieder. Wir sehen uns natürlich am Donnerstag wieder. Ja? So. Gut, Leute. Dann vielen Dank nochmal. Ich wünsche euch allen einen schönen Sonntagabend. Passt auf euch auf, bleibt gesund. Danke fürs Zuschauen. Danke für eure Teilnahme. Danke für über 500 Likes. Ja? Wer noch nicht auf den Daumen geklickt hat, kann das kurz noch machen. Danke für all die lieben Kommentare und genau, wir sehen uns spätestens in 2 Wochen und an alle Mitglieder. Wir sehen uns natürlich am Donnerstag. Macht's gut, Leute. Tschüss.